Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2, Ego Draconis. Dort befindet sich die Barriere, aber ich will gerade noch mal kurz ins Dorf gucken. Wir haben im letzten Part gewählt. Und jetzt sind alle tot, die tot sein müssen, und alle lebendig, die lebendig sein müssen. Was sagst du? Oh, Drachenritter! Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich kann euch nicht genug danken, euer Gnaden. Jennifer und ich stehen für immer in eurer Schuld. Keine Sorge, ihr zwei seid ein liebenswertes Paar und werdet euer Bestes geben. Werden wir, gütiger Meister. Der Göttliche segne euch. Sehr gut. Ja, ich hoffe, du bist glücklich, Mädchen. Jetzt wirst du immer noch von deinem Typen... Ne? Genutzt? Ich denke, ich konnte eindeutig beweisen, wer aber ich habe ja. Du redest auch noch das Gleiche. Barbatos, es tut mir leid, dass ich dich habe. Ah ja, der Drachenritter. Die Insel war so freundlich und hat mich über die Wahrhaftigkeit eurer Worte in Kenntnis gesetzt. Das schöne kleine grünhaarige Ding. Ihr meint das schöne kleine grünhaarige Ding? Ja. Ich wollte nicht beleidigend sein. Ja, warte mal. Ah ja, der Drachen. Ja, ich kann nur hoffen, dass er mir und meinem Spatz einen guten Dienst leisten werdet. Ist ja gut. Ich bin euch dafür dankbar, dass ihr euch für mich entschieden habt. Aber ihr müsst es mir nicht unter die Nase reiben. Oh, das sehe ich anders, mein Freund. Das sehe ich anders. Denn ich kann mich auch jederzeit umentscheiden und einfach mein Schwert in deinen Wanst rammen. Und dann ist vorbei, mein Freund. Gestrandet. Sonst haben wir hier gerade keinen. Naja, gut. Oh, ich hoffe, Igor wird uns nicht verraten. Ich habe so das Gefühl. Aber gut, ist mir wahrscheinlich egal, welcher von den beiden. Ach so, das war's schon. Ja, ich werde dann jetzt mal gucken, ob wir durch diese Barriere gehen können. Ich hoffe es doch. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Ich habe übrigens die Feuerwand genommen, Leute. Weil mich die Magier immer damit nerven. Und warum nicht? Die Heilung wäre wahrscheinlich das nächste, was ich genommen hätte. Mal schauen. So, mal gucken, ob wir jetzt durch die Wand gehen können. Wusch. Warum nicht? Ich habe ein möglichst Grab gefunden. Wie kann ich dafür sorgen, dass der Wind abflaut? I don't know, aber es scheint eine wichtige Quest zu sein. Also muss ich das mit dem Grab vorher machen? I don't know. I don't know, Strand? Das ist wahrscheinlich Strand, da oben. Vor allem, den Zauber muss jeder haben. Das heißt, es kann keine der Fähigkeiten sein. Das wäre Game-Breaking. Und Game-Breaking ist nicht. Aber vielleicht kann ich ja helfen, indem ich das dann mache. Beweint wird mein Grab. Frieden. I have no idea. Schreien? Ich kann schreien. Ich kann auch keine Fähigkeit darauf anwenden. Ich meine, hat ja auch nichts gebracht, wie wir gesehen haben. Ja gut, mit dem Drachen könnte ich es machen, wenn ich Drache wäre. Aber ich muss anscheinend erstmal das hier machen, um Drache zu werden. Also scheint mir nicht so. Du brauchst ein bisschen lange dafür, Mädchen. Ja, keine Chance. Keine Chance. Also wie können wir das machen? Wacker, vielleicht du Sack. Vielleicht hast du ja eine Idee. Das ist scheiße, wenn wir das jetzt echt machen müssen. Vielleicht muss ich ja doch den Stein noch stehlen. Ich meine, ich habe Gift, um ihn zu töten. Weil für wen soll ich sonst einsetzen? Erzählt mir von der Oh, sie ist sehr alt. Von Naxos Armee gegraben. Es gab keine magische Barriere, als sie über diese Insel herrschte. Und die wurden oft von Piraten angegriffen. Das umliegende Meer gleicht einem Friedhof. Unzählige Skelette müssen dort auf dem Meeresgrund liegen. Ich muss gehen. Lebt wohl, Geistrie. Der Stein ist weg. Scheiße. Dreck. Habe ich mir das jetzt versaut irgendwie?
Kann ich ihn töten? Nicht, dass ich's will, aber... Wacker? Oh, hier ist noch eine Kiste, ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Wacker, eben warst du noch da und jetzt bist du einfach weg. Das... Finde ich sehr komisch. Bist du hier oben? Nö, er ist jetzt einfach weg. Großartig. Großartig. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das mit dem scheiß blöden Windabstellen macht. Ich habe nämlich nichts dafür. Ich habe das Wolfwurzgift, ja. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Aha, falsches Roteisenerz, wofür ich auch mal das habe. Bauer Karls Tagebuch, Benedikts Tagebuch. Ich kann damit eh nichts mehr anfangen. Dem Roma habe ich auch keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ja, ich habe wahrscheinlich einige Quests versaut oder so, aber ich meine, das passiert halt, wenn man sowas blind spielt. Auch meistens, wenn man nicht blind spielt, aber wenn man manche Sachen einfach vergisst. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil es ist nichts mehr offen. Ich habe mich doch entschieden. Warum darf ich nicht auf diesen scheiß Turm? Und ich habe die Passphrase von dem alten Penner nicht. Hier, Chef. Die Suppe! Meine Genialität kennt keine Grenzen. Bald werde ich eine Karotte überflügeln. Also gut, dann wollen wir mal Vae Victis Acta Est Fabula. Nein! Tu das nicht! Aha. Die Suppe! Meine Genialität! Was Nützliches zu verkaufen? Anscheinend nicht. Nihelm ist zwar hübsch, aber... Oder Quatsch. Brauche ich alles nicht. Herr Gürti finde ich doof. Herr Ketti finde ich auch doof. Nein, die Suppe! Ich bin noch nicht fertig. Ja, 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 halt die Schnauze. Ich gebe mir auf den Senkel. Auch nur Quatsch, 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 Quatsch. Wir können mir sowas verkaufen. Weihnachtsschwert behalten wir mal. Das ist die einzige Erinnerung, die noch verbleibt an den Guten. Andulias Helm kann ich noch nicht verwenden, weil ich noch nicht 19 bin. Dann wäre das im nächsten Level. Muss ich dran denken. Da ist eine Pfanne. Kannst du besser braten. Das Buch brauche ich nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Teil 4 brauchen wir noch. Ne, Teil 4 haben wir gelesen. Das will ich gar nicht lesen. Ich habe keinen Bock auf Reime. Die Rezeptsammlung. Warte mal, vielleicht bringt uns die Rezeptsammlung ja noch was. Für eine traditionelle Wiffernsuppe werden folgende drei Zutaten benötigt. Ein Wiffernei, drei Basilikumblätter, eine zermahlene Fanghammblätter, Meerwasser und 7 Sandameisen. 8, wenn ihr euch abenteuerlustig fühlt, okay. Für eine köstliche Drachenelfen-Bouillabaisse, ein Bein eines Drachenelfen und so viele Zutaten können nicht auf dieser verdammten Insel gefunden werden. Wow. Geil. Bestes Buch, sage ich nur. Bestes Buch. Wärst du nur ein Rezeptbuch bekommst? Die Suppe! Meine Bitteschön, die Rezepte. Auf jeden. Ich denke nämlich nicht, dass sie wichtig war. Und doch, wir haben sie ja gelesen. Drachenbouillabaisse, ne? Drachenelfenbouillabaisse, einfach nur ein Bein. Nom 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 nom. Es ruckelt wieder ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wie wir diesen Scheiß-Quest lösen können, ne? Ich will jetzt aber auch nicht die ganze Zeit stundenlang auf dieser dämlichen Insel herumstapfen. Unsinnigerweise. Das bringt mir halt auch nichts, ne? Dreckigen Wyverns. Wie können wir den Wind anhalten? Da muss es irgendein logisches Ding geben. Haben wir irgendwelche Fähigkeiten sonst? Wir können die Gedanken des Winds lesen. Wir können machen, dass die Luft stinkt, aber mehr geht nicht. Und das als Magierin, das muss man mal machen. Ich könnte eine
Plane über das Ding ziehen oder eine Wand aufstellen, die als Windschutz dient. Scheint sehr schwefelartig zu sein. Denkt ihr, dass die Magie der Drachen, den Schwefel, der hier rauskommt? Wir können nur mit Igor reden. Das ruckelt auch gerade wieder so ekelhaft. Sorry, Leute. Ich hoffe, das gibt sich gleich wieder. Jetzt zumindest etwas. Tagebuch von Hieronymus, geschrieben im Alter von 8 Jahren. Oh, okay. Es ist vollbracht. Der Meister ist weg und ihr werdet seinen Platz einnehmen. Igor ist bereit zu dienen. Leistet mir gute Dienste und ihr werdet ein großer Nekromant werden. Ja, Meister. Ich werde in eurem Schatten Großes leisten. Drecksau. Das Tagebuch können wir mal lesen. Geschafft! Ich habe monatelang geschnitten, eingelegt, gehackt, genäht, gesägt, aber nun und endlich ist es am Leben. Es lebt, wow. Mit 8 Jahren. Ich glaube, es ist gut, dass wir diese Geißel vernichtet haben. Ich hoffe nur, das können wir mit dem Typen auch noch machen, aber ich glaube nicht. Wir brauchen ja leider seine dreckige Kunst. Aber das fand ich bei dem anderen besser. Warum ruckelt es jetzt hier so? Das finde ich ein bisschen doof. Ich müsste auch genug Storage auf der Platte haben, aber vielleicht ist echt meine Platte schon nicht mehr so dolle. Ich meine, ich nutze sie jetzt auch schon seit 3 Jahren, also, ja, möglich. Aber ich habe kein Geld für eine neue. Ziemlich beschissen, oder? Genauso wie ein neues Headset bräuchte ich auch bald wieder. Großartig, ne? Also, wenn es an der Platte liegt und ich meine, DxStory zeigt das irgendwas mit dem Storage, ne? Gibt es irgendeinen Schalter? Das wäre echt schade, wenn das wegen der Platte jetzt so ruckelt. Ich habe da auch diese Tonaussetzer leider. Es tut mir leid. Ich kann, wie gesagt, nichts tun. Egal, woran es liegt. Aber es scheint hier in der Platte zu liegen, weil... es tritt ja nicht immer auf. Ihr seht, jetzt tritt es überhaupt nicht mehr auf. I don't know. Der Kreis wird also beeindruckt, diese Barriere nicht. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Barriere tun soll. Das ist so bescheuert, genauso wie mit dem Wind. Ich kriege aber auch keinen Hinweis mehr, ne? So, ja, ihr müsst auswählen, dann. Und nu? Halle der Seelen, ja, gegen den Wind. Aber wie kann ich dafür sorgen, dass der Wind abflaut? Damit ein Kerzen verziert ist. Vielleicht muss ich echt irgendwie auf das Schiff kommen vorher. Weil das ist alles, was noch offen ist. Ich kann nichts mehr tun. Ich muss auf dieses Schiff, theoretisch. Weil es gibt nichts mehr. Die Insel habe ich abgegrast. Da ist nichts mehr zu finden, wie es scheint. Ich werde jetzt nach dem Part mal googeln, wenn wir jetzt nichts finden. Oder wenn ich auf dieses Schiff komme, dann werde ich einfach mal einen Cut machen. Aber das ist halt mein letzter Anhaltspunkt. Finde ich jetzt ein bisschen doof, dass man so hängen gelassen wird und nichts mehr ist. Vielleicht habe ich auch den Hinweis bekommen, bin nur zu doof, es mir zu merken. Das kann natürlich sein. Da hinten ist was im Wasser. Vielleicht können wir ja auch da mal hin. Ich meine, ja, wir sollten nach einem Zauber suchen. Ha, 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 ha. Ja, und nu? Ich meine, der Witz war gut. Und jetzt? Da hinten ist noch was, wo wir hingehen können. Aber das sind wieder Wyvern-Nester, wo wir nicht hin sollten. Weil die uns tothauen. Ich weiß noch nicht mal, ob wir da hin können. Wahrscheinlich, wenn wir fliegen können als Drache, ja. Genauso, deswegen kommen wir auch nicht da hoch. Wir können halt noch nicht fliegen. Wir können erst fliegen, wenn wir auf diesen scheiß Turm kommen. Und dazu muss diese scheiß Barriere da umgehen. Ich sag's nicht, wie viel Scheiß ich weiß. Warte mal. Test. Dafür werde ich ja wohl mal kurz safe scammen dürfen. Also kann man hier so gut unter den Rock gucken. Oh mein Gott. Das Spiel, ne? Das Spiel. Ich weiß nicht, was für Eier das sind, aber es sind keine Wyvern-Eier, wie wir schon gemerkt haben. Na toll. Hat sich ja gelohnt. Ah, scheiße. Von dem Nest aus können wir vielleicht da hochkommen. Vielleicht probiere ich noch mal. Ein letztes Mal, Leute. Und dann habe ich echt keine Idee mehr, was hier noch funktionieren soll, weil es geht nichts. Es ist einfach... Ich wüsste auch nicht, was ich vor der Barriere machen soll, weil... Gibt's irgendwas? So ein Signature-Move oder so, den ich hab? Ich kann die Gedanken der Barriere lesen. Yay.
Wie wär's damit? Wäre das gut? Ach komm schon jetzt. Eben hat's funktioniert. Jetzt bin ich wieder da hoch. Okay. Ja, wir sind agil wie eine Katze, wie man sieht. Leider wie eine tote Katze. Nee, das kannst du vergessen. Da kommen wir nicht hoch. Es geht einfach nicht. Und das ist der niedrigste Punkt. Wenn wir da nicht hochkommen... Ah, okay, klappt sogar. Dann würden wir nirgendwo mehr hochkommen. Ich wette, wir sollten hier noch nicht sein. Hier sollte man erst als Drache wieder hin, damit man die Wyverns vorher knusprig braten kann. Und wir lassen uns in Ruhe. Oder vielleicht kriegen wir hier wirklich den Zauber. Das wäre ja cool. Oder wir kriegen hier auch einfach gar nichts, weil hier überhaupt nichts ist. Das ist natürlich echt blöde. Keine Musik mehr und so. Natürlich auch cool. Ach, Mädchen. Mit dem knackigen Hintern. Lauf doch mal ein bisschen schneller. Something. Immerhin eine Kiste. Mit Bullshit drin. Wunderschön. Ja, voll die Schätze und so, die man hier finden kann. Oh, die Phase. Nein. Toll. Ich will jetzt noch wissen, was in der Vase ist. Und wenn da nichts drin ist, weine ich. Und dann werde ich vor allem auch einen Cut machen und gucken, wie man durch diese scheiß Barriere kommt. Weil so langsam ist es nämlich echt ein Witz. Es wäre schön, wenn die Vase jetzt runtergerollt kommen würde. Ja, und hier ist sie übrigens auch nicht. Doch da. Nö. Nothing. Nothing. Nutin. Nutin. Und dahin komme ich vor allem auch nicht mehr hoch. Ne? Das ist wunderschön. Jetzt habe ich hier rum schwimmen. Aber gut, wir machen das jetzt einfach mal. Vielleicht kriegen wir dann ja noch eine Epiphanie. Irgendeine Einleuchtung, die uns sagt, ja moin, da müssen wir hin. Ach schön, sie kann auch hübsch Rücken schwimmen. Bisschen sehr breitbeinig, Mädchen. Das könnte man falsch verstehen, aber ist cool. In der Rüstung sollte man übrigens überhaupt nicht schwimmen gehen. Ah, rostet das Zeug wahrscheinlich. Obwohl, es ist auch sehr eingeölt und eingefettet. Nicht so geil. Und B, ist schwer wie Hund. Also das zieht dann sofort runter. Jo. Ich habe keine Ahnung, ob das hier auch in irgendeiner entfernten Galaxie und Dimension Sinn macht. Ich glaube es nicht. Ich will den scheiß Drachenstein haben und endlich als Drache rumfliegen können. Dann können wir nämlich einfach zu Drachen werden und raus hier. Aus der Suppe. Möglicherweise. Außer wenn man das Wasser berührt, verwandelt man sich zurück. Das könnte natürlich sein. Wäre ein bisschen doof, aber... Ja, ist alles nur Unsinn. Scheiße. Überlegen wir mal ganz logisch. Wie könnte man den Wind davon abhalten, so stark zu wehen? Man stellt irgendwas auf, das den Wind abhält. Ja, mehr wüsste ich da eigentlich nicht. Ein Zauber? Gibt's irgendwie aus anderen Spielen Zauber, die den Wind beenden? Ich meine, ja, kommt doch mal, was für ein Spiel man nimmt. Und zum Beispiel ein Morrowind auch nicht. Aber ein Divinity OS schon. Da könnte man einfach Regen machen. Und der Regen würde das dann, der würde Präzedenz haben. Einfach weil es ein Zauber ist, der gesprochen wurde gegenüber. Ne? Gucken wir auch nochmal in das Nest. Ich meine, warum nicht, wenn wir schon dabei sind. Wir wissen ja, dass da hinten es eh wieder nach oben geht. Da komme ich aber nicht drauf. Aber dafür komme ich hier rauf. Komisch, dass sie hier nicht so territorial zu sein scheinen, die Viecher. Gar nichts. Übrigens ein sehr hässliches Nest. Das möchte ich den beiden Eltern mal sagen. Ihr seid sehr hässlich. Zumindest eure Kinder werden sehr hässlich sein in so einem hässlichen Nest. Ich will auf diesen Drachenturm. Das wird so cool. Ich will mein Hauptquartier haben. Na komm schon, Mädchen. Beweg den Knackarsch. Gott, der Part wird wieder so groß werden. Hübsch. Ja, denn die Parts hier werden generell eben so 3 GB groß, was für so ein altes Spiel recht viel ist.
meine Axe Fatalis hatte ich so 500 MB, jeder Part. Oder auch Divine Divinity war auch nicht viel größer. 200, 300 MB? Ja, eher 400. 300 bis 400, sagen wir so. Ja, jetzt sind wir einmal um die halbe Insel rumgeschwommen und haben überhaupt nichts entdeckt. Wie können wir den Wind noch beenden? Wir diskutieren mit ihm vielleicht oder wir betteln oder wir weinen. Weinen halte ich für eine gute Idee. Wir nehmen die Angel und schleudern sie gegen den Wind. Ich habe keine Ahnung, was für ein Zauber. Wir haben auch keine, so, es gibt ja keine Schriftrollen oder sowas, die man nutzen kann. Also wäre es eigentlich unsinnig, davon einem wirklichen Zauber zu reden. Das wäre mehr so ein Questgegenstand, wie wir haben. Aber wir haben so einen Questgegenstand nun mal leider nicht. Wir haben Markanes Notizbuch. Das ist das Buch, das Elfrid euch gegeben hat. Es scheint sich dabei um das Zauberbuch eines unbekannten Magiers zu handeln. Die meisten Zauber sind zu laienhaft, als dass sie euch von Nutzen sein könnten. Ein Zauber erregt jedoch eure Aufmerksamkeit. Wie es scheint, arbeitete der Magier gerne draußen. Ja. Oft fühlte er sich vom Wind gestört, woraufhin er einen Zauber entwickelte, um den Wind abflauen zu lassen. Ihr schließt das Buch und legt es beiseite. Wow, really? Ich bin so dumm, ne? Ah, wieso komme ich darauf nicht? Kann man so bescheuert sein, Leute? Es tut mir leid, ich wollte euch eigentlich noch heute den Turm zeigen, aber leider wird das wohl nichts. Weil ich so doof bin. Das ist das Buch des Unier. Ihr sprecht den Zauber. Und kurze Zeit später ist der Wind abgeflaut. Übrigens schöner Sprecher, gefällt mir. So, und jetzt wahrscheinlich noch die Kerzchen an. Ganz schnell und fix. Immerhin mal ein Magier, der auch seine Kräfte mal ordentlich nutzen kann. Nicht nur in Form von Feuerbällen, sondern vielleicht auch mal in Form, dass er eine Kerze anzündet. Ich meine, warum sollte das ein Feuermagier nicht können? Oder sich selbst wärmen. So, hallo, so schwer kannst du nicht sein. Wenn du einen Feuerball in deiner Hand kreieren kannst, kannst du dich auch selber wärmen. Das halte ich für absoluten Unsinn, dass das nicht so sein soll. Ah, guck mal. Gegen den Wind, okay. Und wir bekommen eigentlich nur Quatsch. Wenn man von den coolen XP abgeht. Ja, die Kerzen brennen ein weiteres Mal. Und endlich erhebt sich mein Geist wieder. Sassan! Ah! Also die Geliebte des Dekromanten. Endlich. Hoffnung auf Erlösung. Ganz schön hübsch. Kann es sein, dass ich vor einiger Zeit eure böse Zwillingsschwester getroffen habe? Nein. Sie ist eine Missgeburt. Eine Ghoul-Kopie, die aus den Teilen verschiedener Leichen zusammengesetzt wurde. Tja. Leikens Geschmack ist absonderlich. Noch bevor er mich tötete, hatte er jenes Ding erschaffen, um seinen seelenlosen, eiskalten Appetit zu stillen. Ach, du bist schon hübsch, ne? Also, das kann man schon verstehen. Aber gut, nicht als totes Ding, mit dem man dann pippen. Naja. Ich glaube, wir wurden dann noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Sassan. Ich war einst Leikens widerwillige Geliebte, bis er mein Blut für seine Pläne gebraucht hat. Ein mächtiger Zauber war nötig, um den verlassenen Turm betreten zu können, der durch die Magie von Maxus versiegelt war. Das Blut eines geliebten Wesens. Seine Worte klingen mir immer noch in den Ohren. Ha, dieses Monster hat nie etwas anderes als den Tod geliebt. Ja, ich muss in den Drachenturm. Könnt ihr mir verraten, wie ich ihn betreten kann? Das könnt ihr gar nicht. Der einzige Weg in den Turm besteht darin, Leiken herauszulocken. Und um euch wird er sich nicht scheren. Allerdings bin ich mir sicher, dass mein Erscheinen seinen kranken Verstand so durcheinander bringen würde, wie noch nie etwas zuvor. Klingt auch einem guten Plan. Fangen wir an. Mir gefällt euer Eifer. Aber es gibt da ein Problem, das zuvor gelöst werden müsste. Ich bin an dieses Grab gebunden. Wenn ihr mich jedoch ins Leben zurückholt, werde ich euch begleiten. Mhm. Alles, was ich brauche, ist mein Ring. Ich hoffe, dass er sich noch immer in Leikens altem Arbeitszimmer hier auf der Insel befindet. Sagt Untergang und tretet ein. Also nicht Freund, okay. Aha, aha, wie neu geboren. Ja, das war anscheinend wirklich wichtig. Sehr cool. Und ist ja doch, also... Kann verstehen, warum sie seine widerwillige Geliebte war, aber immerhin. Geschmack hat er ja schon, der alte hässliche Penner. Ja, Leute, aber ich werde den Part hier auch beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tut mir leid, dass ich so rumgedörbt habe in diesem Part. Es kommt hoffentlich nicht so häufig vor. Ja, normalerweise ist meine Auffassungsgabe ein bisschen besser, aber vielleicht ist es auch, weil ich auf Toilette muss. Schon die ganze Zeit. Naja, egal. Ich werde mich jetzt mal, ne... erleichtern und hoffe, dass ihr beim nächsten Part wieder dabei seid in alter Frische. Ich werde auf jeden Fall in alter Frische da sein und dann locken wir den Penner aus seinem Turm und schnetzeln ihn in Stückchen, wie er es mit der armen Trudder da gemacht hat. Okay, bis dann, Leute. Tschüss.